Wer wissen will, wie die Natur funktioniert, muss bei den Insekten anfangen. So viel hat der Mosambikaner Ricardo Guta schon gelernt. Der 21-Jährige ist Praktikant im Nationalpark Gorongosa. Dies hier ist ein Insekt aus der Familie der Käfer, speziell der Laufkäfer. Sein Professor hat ihm bereits viel mehr beigebracht. Mit dem Forscher von der Universität Harvard baut Ricardo an einer Datenbank. Alle Arten im Park werden erfasst. Erforscht werden soll ihr Zusammenspiel. Besonders Insekten stehen dabei im Fokus. Nachts kommen sie fast von allein. Erst 10% aller Insektenarten sind der Wissenschaft bekannt. Dabei sind Insekten die Basis allen Lebens. Sie leisten uns so viele Dienste, ohne die ginge hier nichts. Zum Beispiel die Befruchtung. All diese Motten hier, ohne sie würden die Bäume ringsum einfach eingehen. Den Menschen im und um den Park nutzt die Forschung. Sie bringt ihnen reguläre Arbeit. Labore werden gebaut oder Touristenbungalows. Auch als Safari-Guide oder Ranger sind sie angestellt. So soll die Wilderei zurückgedrängt werden. Im Gorongosa-Park herrschte in den 80er Jahren Bürgerkrieg. Danach waren fast alle Tiere verschwunden. Elefanten, Löwen, Antilopen. Inzwischen ist ein Teil des Großwildes zurückgekehrt. Doch es bleiben Probleme. Regenwald wird abgeholzt und ins Ausland, meist China, verschifft. Und fast alle kochen hier noch mit Holzkohle. Wie in Ricardos Heimatdorf Gorongosa. Auch hier ist Strom unerschwinglich teuer. Ich glaube, wir laufen Gefahr, unsere Artenvielfalt zu verlieren. Es wird einfach zu viel abgeholzt. Die jungen Mosambikaner, die im Park mitarbeiten, sollen ein neues Bewusstsein in ihre Heimatdörfer tragen. Ohne Mücke kein Elefant, so vereinfacht die Botschaft. Auch Fledermäuse als erste Jäger der Insekten interessieren die Wissenschaftler. Von 900 Arten weltweit gibt es besonders seltene hier im Gorongosa-Park. Haben sie Vorlieben oder fressen sie wahllos? Viele Fragen, und Ricardo weiß, jeder Schwenk mit dem Kescher könnte bedeuten, eine Antwort einzufangen.